Mehr Rechte für Geimpfte, ein neuer Impfstoffkandidat für Bayern und sehr viel Verwirrung um AstraZeneca. Gleich mehr dazu in den Sat.1 Nachrichten. Mehr Rechte für Geimpfte, ein neuer Impfstoffkandidat für Bayern und sehr viel Verwirrung um AstraZeneca. Jetzt mehr dazu in den Sat.1 Nachrichten. Live aus Berlin, die Sat.1 Nachrichten. Guten Abend und willkommen heute unter anderem zu diesen Themen. Nebenwirkungen. Wie geht's weiter für diejenigen, die ihre erste AstraZeneca-Impfung schon erhalten haben, aber jünger als 60 Jahre sind? Die Ständige Impfkommission in Deutschland empfiehlt die Zweitimpfung mit einem anderen Vakzin, obwohl es dafür noch keine gesicherte Grundlage gibt und die europäische Behörde generell keine Bedenken hat. Bayern will die Impfkampagne nun auf eigene Faust vorantreiben. Isabel Finzel berichtet. Auch am Mittwoch nach Ostern sind die Corona-Zahlen der Gesundheitsämter noch nicht unbedingt vollständig. Zunächst erschien Armin Laschet als einsamer Rufer in der Republik. Mittlerweile gibt es viel Unterstützung für seinen Brücken-Lockdown. Also kurz, aber echt knallhart, bis dann endlich genügend Menschen geimpft sind. Auch Laschet selbst bekräftigte seine Forderung heute noch einmal in passender Kulisse, wie Matthias Heinrich zeigt. Die USA wurden von der Corona-Pandemie so hart getroffen wie kaum ein anderes Land. Doch nun läuft der Kampf gegen das Virus so erfolgreich wie in kaum einem anderen Land. In weniger als 2 Wochen werden sich alle über 16-jährigen Amerikaner impfen lassen können, wenn sie möchten. In Michigan gibt es dazu noch eine ganz besondere Impfprämie. Steffen Schwarzkopf aus den USA. Vor der norwegischen Küste droht eine Umweltkatastrophe. Ein Frachter mit. Vorher unser Nachrichtenüberblick, der beginnt mit einem möglicherweise wegweisenden Urteil für den gebeutelten Einzelhandel. In Berlin ist die 40-Quadratmeter-Regel gekippt worden. 15 Meter hohe Wellen türmen sich gerade vor der norwegischen Küste auf. Der Sturm tobt schon seit Tagen und mittendrin schlingert ein Frachter mit mehreren 100 Tonnen Öl an Bord. Führungslos. Die Besatzung wurde unter größten Schwierigkeiten in Sicherheit gebracht. Nun geht es darum, eine gewaltige Umweltkatastrophe zu verhindern. Stefan Wittmann berichtet. In der Pandemie werden ja bisher unmögliche Dinge möglich. Sich ein ganzes Schwimmbad exklusiv für die eigene Familie zu mieten zum Beispiel, das gab es vorher nur in Ausnahmefällen oder für sehr reiche Menschen. Jetzt aber wollen Schwimmbäder wenigstens einige wenige Gäste. Und nicht nur die. Wo sie noch außergewöhnlichen Spaß buchen können, berichtet Alina Quast. Man kann sich ja gerade auch nicht viel anderes gönnen. Das Wetter gibt's immer kostenlos und Freihaus leider ohne Umtauschrechte. Nicht mal für dieses nasskalte Aprilwetter gerade. Immerhin hat Georg Haas jetzt Hoffnung für uns. Schönen Abend Ihnen also und bis morgen. Tschüss.